angefangen hat das alles damals, mein Vater, der hat damals einen SA50 Roller gehabt. Der stand halt immer in der Garage. Das ist ja immer jeden Tag zur Arbeit gefahren, hin und zurück, weil hat sich angeboten. War halt spritsparender als ein Auto für seine kurzen Strecken. Und damit fängt halt dann irgendwann an. Ne? Hast dich halt dann auch mal interessiert. Irgendwann bist du dann halt auch mal in die Minus gekommen, hat er dir das erklärt. Und dann hast du auf dem Hof halt geübt, halt im ersten Gang. Erstmal nur anfahren, anhalten. So erstmal, dass du dieses Feeling dafür kriegst. Ne? Und dann irgendwann ging es halt immer weiter. Hast dich rangetastet, hast die Gänge durchgeschaltet, ihr habt und alles. Ja, und wie gesagt, diese. Wie soll man das erklären? Du hast halt, wenn du damit fährst auf der Straße, diese Freiheit, ne? Natürlich kannst du auch irgendein großes Motorrad fahren, aber halt Zweitakter ist halt Zweitakter. Alleine schon der Klang und halt auch der Geruch von diesem Öl, was halt in diesem Benzin mit drin ist, ist einfach faszinierend. Ich muss dazu sagen, das Fahrzeug war ja vorher halt rostig, also das Blechkleid war rostig mit einem Neonrahmen, neongelben Rahmen. Dann stand das Ding aber, glaube ich, auch schon ein Jahr lang nur in der Ecke, hast du dir angeguckt gehabt. Und dann kam ich irgendwann auf die Idee, hey komm, hol das Ding mal wieder raus, neues Konzept irgendwie was überlegen. Dann war man halt auch auf viele Treppen unterwegs, hat halt auch viele Ideen gesammelt und alles. Und dann kam mir irgendwann im Kopf, hey, früher halt ein Passat gehabt, also als Ratte gemacht gehabt, halt auch mit vier Schichten Farbe und durchgeschliffen und alles. Ne? Und dann habe ich das damals schon gehabt und dann habe ich meinen Kumpel Marvin halt gefragt. Ich sage, Marvin, wie sieht aus? Kannst du ihn noch dran erinnern? Weil der hatte auch eine Golf 3 Ratte gehabt und der macht halt viel mit Lacke und probiert sich so. Ich sage, Marvin, wie sieht aus? Hast du nicht Bock? Also pass auf, ich sage, Konzept ist so, schwarze Felgen, roter Reifen, Rahmen ist rot. Ich sage, kannst du den nicht? Hast du da eine Idee? Ich sage, irgendwie was mit Blau und Rot und Schwarz und so durchgeschliffen und so. Und dann hat er sich wirklich hingesetzt, hat erstmal das ganze Blechkleid abgehiegelt, den Rost runter, hat dann vereinzelt hier mal blau gesprüht, da mal rot gesprüht und ne, dann hat er halt sich davon Bilder gemacht und dann hat er das Ding schwarz lackiert und dann hat er sich mit seinem Handy hingestellt und hat dann angefangen, hier eine Stelle, da eine Stelle, dass er den Lack halt wieder durchschleift. Ne. Und im Endeffekt hat er nachher einfach dann nur noch Klarlack genommen, hat da ein paar Flakes so mit drin gehauen und hat dann noch Klarlack rübergezogen. Und dann, ja, was soll ich sagen, ist es so entstanden, wie es jetzt da gerade ist. Also, für mich passt das Konzept, also dieses ganze Fahrzeug ist für mich so, haut das hin. Ja, für mich so, mit so ein kleines Highlight ist halt erstmal so die Optik halt, wie halt du kannst das Fahrzeug aus mehreren Perspektiven angucken und du findest immer wieder irgendwo in dem Lack kleine Highlights. Irgendwo hat er immer irgendwelche kleinen Sachen drin geschliffen, die siehst du auf den ersten Blick gar nicht. Also jedes Mal, wenn du guckst, kannst du sagen, ach, da ist ja schon wieder was Neues und da ist wieder was Neues. Ne? Und was ich halt auch echt geil finde, ist halt der Klang halt, dieser dumpfe Klang halt. Wie gesagt, es ist halt einfach nur ein Rohr mit einem Schalldämpfer dran, ne? Und halt jedes Mal, wenn du dann abtust, so pam, 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 also das ist für mich einfach. Ist schon geil. Hinten ist eine 3.0er Felge drinne, vorne ist eine 2.5er Felge drinne. Bremse vorne ist für mich, da das Ding ja nicht mehr auf der Straße bewegt wird, habe ich mir gedacht, okay, brauchst jetzt nicht unbedingt ein Scheibenbremsrad nehmen, nimmst halt einfach den Polenadapter. Also das ist halt einfach eine originale Felge mit einem Adapter und daran haben wir jetzt eine 3,5 mm Scheibe von einer GSX 600 ist jetzt einfach dran und das ist einfach nur für die Optik. Wie gesagt, es bremst, ja, aber auch nicht übertrieben, dass ich halt gleich ein Stoppie machen würde oder so. Ne? Motortechnisch ganz normaler S51 Dreigangmotor mit einem 60 Kubik drauf und einem Fächerkopf. Nichts weltbewegendes, brauchen wir uns das vormachen mit dem Auspuff. Da hat der nur Rohr ist, kommen wir nie auf die Leistung. Ja, Tank musste ich mir natürlich auch noch was einfallen lassen. Dadurch, dass die Felge ja hinten relativ hoch sitzt, habe ich bei
eBay einen 2,5 Liter Universaltank gefunden, den habe ich mir einen T-Halter zusammengeschweißt, den angeschraubt und dann ist da jetzt halt einfach mal so ein Universaltank drin. Ne? Der Luftfilter zum Beispiel, der ist jetzt völlig übertrieben eigentlich für die 60 Kubik, aber für mich war es aus optischen Gründen, da der Benzinhahn ja nicht mehr vorhanden ist, hast du ja den Ausschnitt oben drin. Dafür ist der Luftfilter jetzt extra da, damit du den Ausschnitt im Blechkleid nicht mehr siehst. Weil ich wollte das auch nicht zuschweißen oder so. Man hätte halt immer noch die Option, dieses Blechkleid auf ein anderes Fahrzeug, also auf eine andere Schwalbe zu bauen oder irgendwas. Ich bin eigentlich eher der Schrauber. Also ich bin mehr der Schrauber als so der Fahrer. Ich habe auch Straßen zugelassen, nur ein Fahrzeug, also eine Simi. Und meine anderen beiden Fahrzeuge sind wirklich reine Treffenfahrzeuge. Weil, zu tief kannst du nicht mehr bewegen. Und für mich ist es einfach nur, ich fahre damit auf dem Treffen, ein bisschen über den Platz. Und ja, die meiste Zeit verbringe ich wirklich halt in der Werkstatt und baue so einen Blödsinn. Was halt irgendwo geil ist. Wie gesagt, das kommt irgendwann in den Kopf, du hast eine Idee und dann fängst du an. Wir haben halt ein relativ großes Teillager und dann suchst du dir einfach nur Teile zusammen und baust aus den vorhandenen Teilen einfach mal irgendwas fahrfertig zusammen. Und das ist halt auch wieder die Faszination. Du stehst davor und denkst dir, hey cool, das habe ich gerade einfach aus irgendwelchen Teilen zusammengebaut, die noch rumlagen. Was noch eine ganz lustige Geschichte war, ich habe den Rahmen zum Pulvern gehabt. Ich wusste ja, dass er rot wird. Dann kam der hier an, ich habe den Rahmen zusammengesteckt gehabt, also die Schwingerin, die Räderin gebaut und alles. Habe Marvin dann Bilder geschickt vom Rahmen und zeitgleich hatte er aber auch schon das Blechkleid fertig lackiert. Wie gesagt, es wurde ja anfangs halt mit Blau und Rot im Hintergrund gearbeitet. Ja, wir haben nur dann Videonachrichten, also nee. Wir haben dann halt ein Videochat gemacht, ne? Und haben dann dabei Bete festgestellt, das Konzept, das haut nicht hin. Dann hat Marvin halt sich nochmal hingesetzt, hat alles nochmal runtergeschliffen und hat von vorne angefangen. Und hat halt wirklich dann weniger Blau genommen, weil der Rahmen halt einfach zu doll rot war. Der hätte Blau halt einfach nicht zugepasst. Bedanken möchte ich mich dann bei Marvin und bei Basti für die Lackierung. Vor allen Dingen Preusi, damit er mir das hier überhaupt ermöglicht, dass ich mit ihm zusammen in seiner Werkstatt halt bauen kann. Max von der Candy Customs, der hat mich damals auch viel unterstützt oder viele Ratschläge gegeben, wie man halt das auch mit dem Rahmenschnitt macht oder so. Das war eigentlich wirklich die, wo die wirklich gesagt haben, die haben intensiv irgendwo beigefügt, dass das Fahrzeug überhaupt erstmal so existiert. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert, abonniert den Kanal und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie euch das so gefällt. Oder wie würdet ihr zum Beispiel eure Schwalbe lackieren? Oder seid ihr mehr halt Team Original oder Team Umbau? Ja, na denn, wir sehen uns. Auf irgendeinem Treffen bestimmt. Roli, okay. Lass mich in Ruhe. Das ist genau meins, ne?